Luftfeuchtigkeit und elektrische Aufladung messen sollen. Wie das Flugzeug messen die riesigen Ballons die Temperatur des Sturmes. Die Wissenschaftler hoffen, so herauszufinden, warum nur einige Stürme zu Twistern werden. Die Sturmwolke lässt alles darüber und darunter winzig erscheinen. Bald erfahren sie, wie Tornados wirklich funktionieren. Es ist schon unheimlich, von Blitzen getroffen zu werden, auch in einem gepanzerten Flugzeug. Und die Abwinde, die im Inneren der Superzelle herrschen, würden die Flügel eines Passagierflugzeuges abreißen. Wenn dieses Flugzeug trotz all seiner Panzerplatten in das Zentrum eines Tornados fliegen würde, wäre es verloren. Wenn ein Tornado Menschen auf dem Boden erwischt, ist es genauso verheerend. Tornados sind Killer. Dieser Mann war fast im Zentrum. Er ist etwas Besonderes, weil er überlebt hat, um die Geschichte zu erzählen. Das Erste, was Tyler über den Tornado wusste, war, dass er durch die Bäume kommt. Die Menschen in Oklahoma leben schon immer mit diesen Twistern. Sie wissen, dass sie tödlich sind. Am wichtigsten ist es, Schutz zu finden. Tyler rannte mit anderen zu einem unterirdischen Rohr. Sie ließen sich in das Loch hinab und krochen so weit, wie sie konnten, hinein. Sie waren jedoch nur knapp außer Reichweite der wilden Stürme. Tyler fühlte, wie sein T-Shirt sich vom Körper löste. Sein Handy wurde vom Wind weggerissen. Der Twister versuchte, sie rauszuziehen. Dann zog er vorbei. Ich steckte meinen Kopf hinaus und das ganze Gebäude war weg. Fahrzeuge lagen überall herum, wie in einem Kriegsgebiet. Als sie rauskamen, sahen sie die totale Zerstörung. Der Frachtterminal war weg. Dieses Auto wurde durch die Luft geworfen, bevor es zertrümmert wurde. Das ist die Kraft eines Twisters. Wie jeder, der einen Twister überlebt hat, hatte Tyler Glück. Wenn Sie glauben, dass das beängstigend war, dann stellen Sie sich einmal vor, was ein Twister einem Menschen zufügen kann, wenn er normale Haushaltsgegenstände in hochgefährliche Raketen verwandelt. Tornados fordern fast jährlich Todesopfer. Hier ist der Grund. Obwohl die Windstärke an sich zwar extrem ist, ist es der Schutt, der den wirklichen Schaden anrichtet. Kleine Steine werden zu Patronen. Mit mehreren hundert Stundenkilometern kann ein normaler Bolzen sich tief in den Körper eingraben. Eine Glasscheibe oder Metall kann Körperteile abtrennen. Dreck und Staubpartikel können auch eine tödliche Waffe werden. Matsch kann tief in die Haut eindringen. Augenhöhlen und Ohren werden mit Dreck zugedeckt. Jemand, der in einem Twister war, könnte auf der anderen Seite gehäutet herauskommen, sozusagen zu Tode gesandtstrahlt. Manchmal können sie nicht mal den Körper finden. Es gibt Menschen, die in einen Twister geraten sind und überlebten. Sie konnten dem Schutt ausweichen und haben ihren Sturz überlebt, als sie am Ende ausgespuckt wurden. Bei einer Wasserhose stellt Schutt keine Gefahr dar. Es gibt nur Wasser, das der Sturm aufnehmen könnte. Deshalb überlebte auch die Crew der Yacht. Es gibt jedoch noch viel schnellere Wasserhosen, die die ganze Yacht hochgewirbelt und zertrümmert hätten. Twister ziehen normalerweise in nordöstlicher Richtung. Der Kansas-Tornado von 1991 war keine Ausnahme. Beobachter konnten drei verschiedene Trichter sehen, die umeinander kreisten. Eine Kleinstadt namens Andover hatte die Hauptlast zu tragen. Ihre Sirenen waren außer Betrieb. Ein Polizist fuhr die Straßen entlang, um so viele Menschen wie möglich zu warnen. Er erreichte diesen Mobile Home Park gerade rechtzeitig. Fast 300 Menschen wurden gerettet. 13 starben, als der Tornado um 6.35 Uhr hunderte von mobilen Häusern zerstörte. Denselben Tornadoausbruch hat dieses Kamerateam auf der Autobahn eingefangen. Sie rannten zum Schutz unter die Brücke und überlebten. Diese Aufnahmen wurden weltweit gesendet.
Ihnen war nicht bewusst, wie viel Glück sie hatten. 1999 wurden zwei Menschen von einem Tornado getötet, nachdem sie unter einer Autobahnbrücke hervorgesogen wurden. Es ist, als würde man bei einem Gewitter unter einem Baum stehen. Es ist der schlechteste Platz für Schutz. Hier sehen Sie, warum. Die Autobahnbrücke hat eine V-Form. Wenn der Wind durch dieses V zieht, hat er immer weniger Platz. Man glaubt, dass bei gleichem Windanteil mit weniger Raum die Geschwindigkeit steigt und dass die Brücke den Wind beschleunigen könnte. Es ist ein Mythos, dass Autobahnbrücken sicher sind. Dadurch geraten Menschen in eine Todesfalle. Sicherer wäre es in einer Grube von der Brücke entfernt. Es ist jedoch nicht einfach, etwas Sicheres zu finden, wenn ein Twister zu Besuch kommt. Das ist die Stadt Moore im Mai 2003. In diesem Monat gab es in Oklahoma mehr Tornados als je zuvor. Und einer von ihnen hat diese Straße zerstört. Die Stadt hatte Tornado-Warnungen ausgegeben, 21 Minuten bevor der Twister gesichtet wurde. Das war einmal ein Haus, bis es zum Epizentrum des Tornados vom 8. Mai wurde. Das war mal mein Wohnzimmer. Dort das Schlafzimmer, die Küche und das Esszimmer. Die Zerstörung ist extrem und kann tödlich sein. Wenn man von einem großen Tornado in einem normalen Haus ungeschützt erwischt wird, gibt es kaum Überlebenschancen. Wer hier lebt, muss jederzeit mit einem Tornado rechnen. Die Gegend um Oklahoma City wurde in den letzten 20 Jahren 28 Mal von Tornados betroffen. Am 3. Mai 2003 hatte das einige Meilen südlich gelegene Sturmwarnungszentrum eine Tornadowarnung ausgegeben. Die Einsatzkräfte waren bereit. Den neuesten Stand erfuhr man über Radio- und Fernsehstationen. Sirenen warnten die Öffentlichkeit. Der Krisenmanager rief seine Wachposten. Freiwillige, die sich vorsichtig positioniert hatten, um den ankommenden Tornado zu verfolgen. Die Menschen hier lernen von klein auf, schnell zu reagieren. Mobile Häuser können besonders gefährlich sein. Viele Anlagen haben einen speziellen Schutzraum. Für den Späher ist es Zeit, sich Schutz zu suchen. Wenn der Twister die Stadt erreicht, muss jeder in Sicherheit sein. Selbst die Feuerwehr muss in ihrem Schutzraum bleiben, bis der Sturm vorüber ist. Man sagt, dass ein Twister so ähnlich wie ein Flugzeugzusammenstoß ist, nur ohne Flugzeug. Tornados verändern den Luftdruck. Früher glaubte man, dass sie Häuser zum Explodieren bringen. Dieser Test zeigt, wie schnell Glas zersplittert. Während die Luft hinter dem Glas herausgepumpt wird, fällt der Luftdruck und das Glas fängt an, sich zu wölben. Dann zerbricht es. Es wurde immer geraten, die Fenster zu öffnen, um den Druck auszugleichen. Heute sieht man es anders. Man schließt Fenster und Türen, wenn dafür Zeit ist. Es ist überflüssig, einen Twister auch noch ins Haus einzuladen. Ein Tornado dieser Größe zertrümmert das Haus so oder so. Das Leben in der Tornadogasse erfordert einige Veränderungen des Lebensstils. Viele Häuser haben einen unterirdischen Bunker oder einen geeigneten Schutzraum. Nirgendwo sonst ist es wirklich sicher, wenn ein Tornado sich ankündigt.
Suchen Sie in der Mitte des Hauses Schutz, so weit wie möglich von den Außenwänden entfernt, und nehmen Sie Wasser, Taschenlampe und Radio mit. Gibt es keinen Schutzraum oder Bunker, dann ist das Bad meist der sicherste Ort. Die Badewanne könnte vor den scharfen Gegenständen, die die Twister umherschleudern, schützen. Die Rohre könnten sie am Boden halten, auch wenn der Rest des Hauses weggerissen wird. Wie legt ein Tornado ein Haus in Schutt und Asche? Auswirkungen eines Tornados können bizarr aussehen. Das Dach und die Wände sind verschwunden, während das Innere fast unberührt ist. Sogar kleine Ornamente wurden nicht bewegt. Der Grund dafür ist, dass ein Tornado ein Haus von oben nach unten zerlegt. Die Form des Daches kann bei einem Tornado wie eine Tragfläche fungieren. Wie bei einem Flügel, der vom Wind hochgezogen wird. So wird das Dach von den Wänden gerissen. Nun stößt der Wind hinein und drückt auf die Außenwände. Ohne das Dach fallen sie um. Man geht davon aus, dass ein F5 in dieser Gegend bis zu 100 Tonnen heben kann. Das Baumaterial kann dem nicht viel entgegensetzen. Es wurde eine Maschine entworfen, die Schutt genauso schnell herumfliegen lässt wie ein Tornado. Ziel ist es, herauszufinden, was mit Gebäuden passiert, die den extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Wir werden die Kraft eines Tornadoaufpralls genauer untersuchen. Tornadoschaden, Klasse 3.